Ja, und damit herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von Tomb Raider Chronicles. In einem neuen Jahr! 2021 ist es jetzt schon. Meine Güte, wie die Zeit rast. Ja, Pickel Olaf ist, Pickel Olaf ist auch wieder mit am Start. Wird immer noch immer präsenter irgendwie von Tag zu Tag, habe ich das Gefühl. Aber zum Glück sieht man das nicht durch den Filter. So, keine Müdigkeit vorschützen. Wir wollen gleich direkt weitermachen. Was ist denn hier los? Was haben wir hier? Oh Gott, hier liegen schon wieder unglückliche Seelen, Schädel, Kadaver, Skelette. Alles, was das Herz begehrt. Und der Block sieht so aus, dass wir den schieben können. Dann let's go. Was aber... Ah! Ein Secret! Ja, nice! Sehr schön. Sind wir wieder über ein Secret gestolpert. Okay. Gut. Dann, gehen wir weiter. Okay. Liegt hier noch was? Nein. Alter. Das kam ziemlich überraschend. Ich gehe erstmal kurz hier lang. Los, lass dich nach vorne ab. Sehr nice. Oh, ich liebe dieses neue Feature, ne? Das ist so viel angenehmer. Hier hat sich schon wieder irgendeine Tür geöffnet. Moment. Dann hoch. Falsche Seite. Klettern wir einmal wieder lang. Zieh die Schuhe und speichern wir einmal ganz kurz. Was ist hier lose? Gänge um Gänge. Uah. Kann ich mich hier... Was? Uah! Alter! Krieg ich den Löwen hier oder was? Es tut mir leid! Alter. Der hatte auch schon mal glücklichere Tage. Okay. Alter, kommt hier schon wieder ein zweiter angekrauxelt hier. Mann! Boah, Alter, hier hängen Haufen Leichen. Was ist denn los, Freunde? Was ist denn los? Ich möchte bitte gleich rückwärts. Oder nicht. Oder ja, oder doch. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Was ist denn das Hübsches hier wieder? Okay. Was? Auch er wieder hier. Aua. Mit Typen in Rüstung habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Können die mich nicht einfach in Ruhe lassen und einfach meine Nachforschungen durchführen lassen? Ha? Ist das zu viel verlangt? Ist das anscheinend so? Der ist doch beim letzten Gladiatorenkampf übrig geblieben, wa? Alter, lass das doch mal. Oh Gott, Gladiator lässt echt grüßen. So. Gib's uff. Was ist jetzt? Was haben wir jetzt getan? Ha? Da kommt doch gleich noch irgendein Typ, wa? Oh nein! Oh Gott, lasst mich doch in Ruhe. Nee, da will ich jetzt noch nicht hin. Ich höre schon wieder Schritte.
Ich höre sie genau! Alter! Alter! Mann! Wie viele Kugeln braucht denn dieser Löwe? Alter, gar nicht übertrieben. Eieiei. So, was ist hier los? Mal Fackel anmachen hier. Ja, wir kriegen Uzis. Uzis, gib mir Uzi. Okay. Großes Medipack, hervorragend. Das, so mag ich das. Also, haben wir jetzt eigentlich schon den Merk... Wir haben noch nicht den Merkurstein, ne? Deswegen sind wir doch eigentlich da mit der ganzen Chose. Edelstein, Stock haben wir aufgenommen. Okay. Oh, jetzt komme ich zu meiner Lieblingsstelle. Nicht. Es ist nicht meine Lieblingsstelle. Ich hasse sie abgrundtief. Oh Gott. Seht ihr das? Ja, also Musik, du machst das auch nicht besser, die Situation. Seht ihr dieses kleine Item, was da unten ist? Dieses Podest erhebt sich jetzt gleich und das ist natürlich auf Zeit, wir kennen es ja, das ist typisch Tomb Raider-like, es ist auf Zeit und ich hasse und liebe diese Stelle, sie ist fordernd, warum speichere ich jetzt zweimal hintereinander, das ist dumm. So, und wir müssen jetzt mehrmals hier dran ziehen, damit das Podest hochkommt, bitte, danke, Anke. Oh Gott, ich habe keine Lust, ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Da geht's schon los. Siehst du? Es war bestimmt wieder zu langsam, ne? Lass mich raten. Schnell! Schneller! Ja, gut, super. Das ist ja. Komm, 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 komm. Los! Los, 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 los! Oh Gott, schnell! Nimm es! Nimm es, nimm es, nimm es! Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ne, habe ich, glaube ich, 50 Versuche gebraucht. Das ist wie vorhin in dem anderen Level. Das ist wie in den Straßen von Rom. Oder wie das hieß. Oder Trajan Markets. Mit diesem komischen Typen da, mit diesem achtarmigen Teil. Da habe ich auch mehrere Anläufe gebraucht eigentlich, ne? Jetzt klappt es hier auf Anhieb. Ich fühle mich gerade ein bisschen veräppelt. So, was ist denn das jetzt überhaupt? Edelsteinstock, Edelsteinstock. Kombinieren wir... Und dann haben wir einen... Oh, haben wir einen Edelstein. Genau. Ja! Eine etwas prekäre Situation, no? Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Natürlich, natürlich. Aber dies ist eine bemerkenswert tiefe Grube. Und in dieser geschichtsträchtigen Gegend bedeutet das bestimmt, dass da unten antike Gegenstände rumliegen. Ich kann dich nicht überreden, mal kurz runterzuspringen und nachzusehen. Sehen Sie, das ist genau mein Problem. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Sie viel qualifizierter sind, die Geheimnisse der Grube zu enträtseln. Es sei denn, Sie vergessen alles beim Aufschlag. Vielleicht würde es den Fall etwas bremsen, wenn Sie unnötigen Ballast abwerfen. Vielleicht den Stein, den sie mit sich rumschleppen? Ich hatte mich schon gefragt, wann du auf dieses Thema kommst. Zieh mich rauf und der Stein gehört dir. Und dann leben wir alle glücklich bis ans Lebensende. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie mich nicht anrühren, wenn ich Sie aus der Grube hole. Du hast mein Wort drauf. Der Stein? Also wirklich, Miss Croft, Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Nun kommen Sie schon, Lara. Lara, Sie haben mir versprochen. Puh.
Würden Sie es vielleicht über das Erz bringen, mir rauszuhelfen? Ich scheine hier abzurutschen. Das würde ich ja lieben gern, Pierre, aber das wäre gegen unsere Vereinbarung. Hm? Vereinbarung? Na, dich nicht anzurühren, schon vergessen, Dummerle. Na egal, ich bin sowieso spät dran, ich muss weg. Aber ich... Oh Gott. Der arme Pierre. Lass dich nicht aufhalten von mir. Alter, Lara ist echt hardcore. Eieiei. Ja, normalerweise macht sie die Geräusche, wenn sie irgendwo runterknallt. Oder wenn ich sie runterknallen lasse. Der arme Pierre, Alter. Tja, touché, ne? Ach, ich liebe diese alte Musik. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Edelstein, gut. Stecken wir ihn da mal rein. Was? Okay, das war interessant. So, das sieht wohl so danach aus, dass wir hangeln müssen. Na gut, okay. Überredet. Ah! Ey, die geht gar hier in Flammen auf. Das ist Lava. Liebe Entwickler, was habt ihr euch da gedacht? Was ist, warum, wieso? Sonst brennt sie immer sofort, weißt du? Das bemängel ich jetzt gerade. So. Halt fest! Alter. Was soll ich denn tun? Wo muss ich mich denn, muss ich da? Muss ich dort? Ich versuche mich mal da. Moment. Einmal mit Anlauf. Uah. Okay. Dann hangeln wir uns mal hier lang. Mal gucken, was passiert. Aber das mag ich so an ihr. Lara ist immer so stark fertig. Auch so trockener Humor, sage ich jetzt mal. Bisschen makaber. Aber trotzdem sehr lustig. Aber da muss sie jetzt leider Pierre drunter leiden, ne? Das ist, ja, er wollte es nicht anders. Er wollte es nicht anders. So. Okay. Was ist jetzt hier? Okay. Was ist denn? War was? Ich denke nicht. Ihr habt nichts gesehen. Ich sollte mal lieber ein Medipack zu mir nehmen. Solltet ihr euch nicht eigentlich gegenseitig bekämpfen oder was ist los? Warum alle immer auf die Frauen, ne? Immer auf die Frauen hier. Ich verstehe das schon. Ja. Jetzt guckt euch mal diese tolle Arena an hier. Grafik von 2000, das ist doch... Es ist weltbewegend. Es ist, ja, es ist wunderschön. Ja. Der hat ein... Entschuldigung. Da musste ich plötzlich gehen. Hat einen Schlüssel fallen lassen, ne? Was ist das für ein Schlüssel? Kolosseum-Schlossel. Ja, wer kennt's nicht, den berühmten Kolosseum-Schlossel? So. Ob ins Loch. Na! Frau, tu doch einmal bitte, was ich sag. Nein. Ich streike. Ich will das nicht. Putzi Power!
Alter, was für ein Bleifuß. Oh! Das klingt bestimmt auch nicht so leicht, ne? Bestimmt auch nicht so leicht, dich in so einer schweren Rüstung fortzubewegen. Was ist denn los? Nein, lass das. Alter. Da ist er platt. Eieiei. Was für ein spannender Kampf dort jetzt gerade war. Naja, geht. Siehst du, hörst schon die Grillen. Das war der Kommentar des Abends, des Tages, des... Egal. Hä? Schlüssel? Geh jetzt mal hier rein. Sorry, wenn ich schon wieder so oft speichere. Ach ja, klar. Na klar, da liegt der Schlüssel einfach auf dem Podest wiederum, ne? Eieiei, diese Tomb Raider-Spiele, ne? So. Was ist jetzt hier wieder? Oh. Oh, 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 oh. Ah. Sehr schön. Gut, da ist jetzt kein Eingang mehr. Das ist einfach nur noch eine Felsenwand. Ich verstehe schon. Wir haben endlich den Merkurstein. Jawohl, nimm ihn. Los. Take it! Und so endete die erste Unternehmung von vielen. Ich bin sicher, Miss Croft wäre die erste, die sich für ihren nicht immer ganz respektvollen Umgang mit einigen der zerbrechlicheren religiösen Artefakte entschuldigen würde, Vater Patrick. Keine Ursache. Geschah doch alles für eine gute Sache. Zumindest wussten wir immer, dass sie in Sicherheit waren. Und zum Glück hat die Kirche nie einen kugelsicheren Gesandten geschickt, um sie abzuholen. Ah ja, aber sie kannte ihren Platz in der großen Ordnung. Einige Dinge, das hat uns die Geschichte deutlich gemacht, lässt man am besten einfach ruhen. Ha, ich spreche in Rätseln. Ich rede natürlich von dem bedauernswerten U-Boot. Ah ja, die U-Boot-Episode. Miss Croft hat mir nie alle Details verraten. Zu meinem eigenen Schutz, wie sie immer wieder betonte. Genau, Winston. Und dafür sollten Sie dankbar sein. Tief im Frachtraum dieses Bootes lag eines der mächtigsten Artefakte des Christentums. Ein Artefakt, das jede Armee, der es vorangetragen wird, unbesiegbar machen soll. Der Speer des Schicksals. Sie würden es vielleicht göttliche Fügung nennen, dass dieses U-Boot mit seiner kostbaren Fracht niemals ins Vaterland zurückkehrte. Es verschwand nach dreiwöchiger Fahrt einfach von den Radarschirmen. Aller 52 Seeleute. Und noch etwas anderes liegt dort. Etwas viel Böseres. Hey. Der Hafen Zapadnaya Liza, einst der Stolz der russischen Nordmeerflotte. Sergei Michailows Männer, die meisten davon Ex-KGB-Agenten, gut ausgebildete Killer. Ich hatte schon mal mit Mafiosi zu tun. Unangenehme Erinnerungen. Gehe ihn lieber so weit wie möglich aus dem Weg. Ja, das würde ich auch am liebsten. Wohl kaum eine groß angelegte Suchaktion, oder? Sie verschweigen mir doch was. Ja. Ich bin ein großes Mädchen, also raus damit. Schlechte Neuigkeiten. Der verantwortliche Admiral, er wurde ebenfalls gekauft. Und damit auch sein Schmuckstück, ein Atom-U-Boot. Es liegt in einem der Docks. Na, wie fein? Atom-U-Boot?
Richtig nett. Der perfekte Lara, Urlaub. Moment. Nehmen Sie dieses Ortungsgerät mit. Aber, Sie machen sich doch nicht etwa Sorgen um mich? Na, irgendjemand muss es doch tun. Wie rührend. Warten Sie nicht auf mich. Oh la la. Eieiei. Wo sind wir denn jetzt reingeplumpst? Sind wir jetzt in der Sowjetischen Union? Bei den Sowjets. Die Basis. Die Basis. Ich glaube, das wird eine ziemlich kurze Folge werden. Aber das machen wir. Wir erkundschaften jetzt erstmal hier die Sowjetunion aus. Mache ich erstmal das. Was ist denn heute los? Heute läuft es bei mir irgendwie nicht, wie ihr merkt schon. Also, was ist denn jetzt? Wir machen das nächste Mal weiter. Hier an derselben Stelle, frisch erholt und ja, völlig ausgerüstet. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Vielen Dank wieder fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.